So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere mit dem guten Axel, ne? The X-Man Tischer. Das wird ein Spaß. Wir sind kurz, also erstmal neue Aufnahmesession. Hallo und herzlich willkommen alle. Hallo an die beim Livestream dabei sind. 150 Zuschauer an einem Freitag, an einem Sonntag. Wir sind Overall 76, wir sind im Ranking auf Platz 6. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Fastlane ist der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania. Wir haben uns geschworen, wir sagen, wir bleiben den Monat ohne Fehde und bemühen uns dann um eine Fehde mit dem Undertaker, dass wir dann vielleicht beim WrestleMania gegen Undertaker fehden oder wresteln können oder was auch immer. Wir haben auch fast die 90.000 VC voll, sodass wir uns den zweiten Finisher-Slot holen können. Ne? Das wird sehr, sehr interessant. Unser Gegner heute ist der gute Ziggy Puff. Ich würde mal sagen, here we go. Ansonsten, man könnte sich auch mit John Cena anlegen und was nicht alles, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht, ne? Wir machen erstmal ganz gechillt. Dann gehen wir auf den guten Ziggy-Puff und versuchen hier ein paar schöne Matches zu zeigen. Ich versuche natürlich wieder diese Episode gleich zwei Matches hinzukriegen, damit wir schneller vorankommen, vor allen Dingen ohne Fäden. So, mal sehen. Ja, ich bin dann gespannt, was denn bei Fastlane für ein Match auf uns wartet oder ob wir überhaupt nicht auf der Karte sind oder so. Kann ja alles passieren. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir Alana weiterhin behalten sollen oder nicht. Manchmal stört sie ja doch schon. Oder macht Dinge echt unfair, wo man dann sagen könnte, okay, dann könnte man noch ein paar Niederlagen für mich einbauen, damit es spannender wird. Irgendwie sowas, ne? So, jetzt ist mein Akku fast leer für meine Stoppuhr. So, muss ich dann gleich mal nach der Folge aufladen oder mein Ladegerät holen. So, während ich versuche, hier die Chain Grapplings zu bewältigen. Lana guckt uns dabei zu, ne? Look at that ass und so weiter. Okay. Und wir machen weiter. Vielen Dank. Bitteschön. So, warte mal kurz. Ich muss für mich den Ton etwas leiser machen. Für euch bleibt er gleich. I know, right? So, auf geht's. Ziggy Puff, dick an die Hand. Okay. Too fast. Naja, mal sehen. Wie kommt das? Nice. So, also Achtung. Belly to Belly. Klappt. So, ihr kennt meine Strategie. Wir gehen einfach, ja, lass einfach auf den Torso gehen mit ein paar Aktionen. Und dann würde ich sagen, Boston Crab in dem Gelände. Und so einfach geht's. So, haben wir schon einen Stern voll? So. Komm mal. Aber was eine schöne Transition, ne? Hat er Momentum von unserer Clothesline genommen. Unser kleinen Lariat. War ja schon fast ein Lariat eher, ne? Und hat er daraus so ein... Hat uns geschmissen wie beim Hip-Toss. Ist aber geendet wie ein Neckbreaker. Schon krass. Physics und so, oder? Physics. Ja, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. In der letzten Aufnahmesession. Ist jetzt schon wieder eine halbe Woche her bei mir. Jetzt hör doch mal auf. Wir haben auch nur einen Slot, ey. Wir haben beide nur noch einen Slot. Okay, dann sind wir... Überhaupt nicht im Vorteil. Scheiße. Vor allem, weil er in der Offensive ist. Das passt mir nicht. Dann müsste er es zuerst kontern. Genau. Aber der... 2K16. Respekt. Richtig viel Respekt. Okay. Okay, Freunde, wir sind... Lana! Dann haben ja auch Leute geschrieben, ist doch klar, dass Lana mit dir befeindet wird. Oder mit dir befeindet ist. Oder eine Fehde will. Weil wir halt nicht ihre Hilfe annehmen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann den Ref halt umhauen. Wenn ich ganz viel Glück habe. Aber ihr seht ja, was passiert, wenn ich versuche, den Ref umzuhauen. Ah, habt ihr gesehen. Hat super geklappt. Diesmal sogar wirklich. So, warte mal. Leg den nochmal kurz hin. Ah, der Ref steht halt viel zu schnell auf. Ich wollte ihn... Moment. Ref. Wir kriegen den nicht... Danke. Nehmen wir den Stuhl. Und jetzt. Hau drauf. Nice. Und nochmal drauf. Und ich war's nicht. Diesmal haben wir doch was geschafft. Und jetzt haben wir auch die 86%. Das heißt, Lana, was machst du denn da? Jetzt braucht er überhaupt nicht deine Hilfe. Was soll denn das? Siehst du irgendwie, dass ich in Probleme geraten bin oder was? Und nebenbei der Referee wird abgelenkt. Der schafft sogar den Stuhl wegzuhauen. So, man hätte natürlich dann das ausnutzen können und daraus dann nochmal den Gegner einschlagen können. Aber die Zeit ist ja viel zu kurz. So. Machen wir das. Haben wir hier nochmal eine Aktion. Wäre natürlich gekontert. Jetzt haben wir den Vorteil in Sachen Corner-Slots. Mal ein bisschen mehr. Ne, komm her. Oh, du Fassi. Mach zu schnell. Ah. Danke, Lana. Danke, Schätzchen.
Bitteschön. Okay, seid ihr bereit, Freunde? Wir haben ihn auf gelb. Das heißt, wir erwarten einmal kurz die Pop-Up-Hop. Wir erwarten die Pop-Up. Oh, und. Ich hab nicht genug Stamina. Naja, vielleicht beim nächsten Versuch. Jetzt reicht aber auch hier. Und hier. Leg dich hin! Was war das? Ich dachte, er legt sich denn hier eine Weile. Guck mal, wie doll wir schon angeschlagen sind. Der ist ja voll der Witz. Reicht hier. Come on. Ziggy. Auf. Habt ihr nichts getan? Ich hab keinen Slot. Lana? Das hilft mir sogar tatsächlich. Das hat er fucking. Ja, wie oft haben wir jetzt schon. Oh nein, ich kann. Ich dachte schon. Ja, wie oft haben wir jetzt schon gegen Sigilpuff gerestet? Ein, zwei Mal? Ist jetzt unser drittes Mal? Haut das hin? I don't know. I don't really know. Tja, dann mal auf. Pass auf. Fuck. So. Die kriegen ihn gekontert. Wenn er mich nur noch umdrehen will, das wird echt scheiße. Come on. Oh. Hör auf, Lana. No. 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 Okay. Danke, Lana. Ja, ist ein bisschen King. Er war ziemlich doof gesteuert. Muss ich sagen. So. Ach, guck mal, jetzt haben wir ihre Hilfe angenommen. Gut. Ja, Roadbreak könnte man dazu auch sagen. Naja, passiert, Freunde. Komm mal direkt. Das ist ein bisschen Master, ne? Machen wir direkt das nächste Match in dieser Episode. Kriegen wir schnell hin, sind erst 7 Minuten um. Ich hätte gerne Rematch direkt gegen Sigler. Kann nicht sein. Ja, war ziemlich dumm. Ich sag's ja immer wieder. Submissions ansetzen, kriegen meistens hin, aber aus welchen rauskommen, immer noch Probleme damit. I'm here to show the world. So, okay, weiter. Dann lass mal zur letzten Raw for Fastlane. Der wäre voll nett. Auf geht's. Februar Woche 4 sind wir nämlich jetzt schon. Ja, komm. Boah, yeah! So, ich muss in dieser Episode doch einmal gewinnen. Komm, Freunde, kann er irgendwie nicht, kann nicht ganz. Oh fuck, gibt eine Cutscene. Welcher Spacko will mich denn jetzt schon wieder angreifen? Hört doch mal bitte auf. Bitte nicht. Und dann muss ich doch wieder sagen, ich habe keinen Bock auf die. Und dann haben wir doch wieder keine Zeit für ein zweites Match in dieser Episode. Was geht denn hier ab, Freunde? Was geht denn hier ab? So, jetzt mach. Oh, die Scheiße. Wow, live! Kann ich so gucken wie er. Würde ich aber gerne. Finde ich super. Eure Meinung zu Brutalis in die Kommentare. Jetzt! Na, wer? Tyson Kidd von Dango? Wer hätte das erwartet? What was the meaning behind the attack? Genau. So, jetzt reicht auch hier langsam. Okay. Ja, mit Finisher am Start. Aber gut, eigentlich kriegen wir immer nur Fandango oder Tyson Kidd. Gut, Franz, hast gewonnen, nicht verloren gewonnen. Versteht gar nicht, was der Wiese will. Oh oh, aber! Aber! Guck mal, hier kann ich das. Aber ich war bei euch dort angeschlagen. Freundchen, du wirst jetzt gelb gemacht. Mit ein bisschen Sledgehammer Action. Hast gesehen? Oh ne, sind wir schon down, ne? Down, nicht? Hey, gekontert, ne? Fast. Reicht das? Hier, bleib liegen! Hier, German, auf den Hammer! Sieht gar nicht. Der will auch immer wieder provozieren. Der, ich probieren. Der will sich einfach einen Namen machen durch den Axel. Oh, Crossface auch noch. Ne, so, Freundchen. Make a name for yourself. Jetzt hör doch mal auf, bleib liegen! Er hat auch kaum Color-Slots bisher verschwendet, ne? Okay, jetzt wart jetzt, ne? Immer noch nicht! Ah, jetzt reicht es, toll. Geil.
He is making his intentions clear right now. Echoes of the Sun. Fucking Tyson Kidd. Oh God. Please join me in welcoming my guest tonight. Right. Let's talk about. How do you feel about him ambushing you tonight during your own match? We're looking Dallas wrestling. I got ambushed? I felt a gnat on my back earlier. Is that what you were talking about? So, ne? Well, guess what? That gnat is going to get smashed. Das ist eine neue Antwort, ne? Die kenne ich gar nicht. Ridiculous questions for me? Oh. Ich habe keinen Bock auf den Mr. Tyson. Things have been getting heated. I'm moving on, he's not worthy of my time, I'm going to finish. Natürlich machen wir Kreis. With all due respect to him, I'm ah, scheiße, schon wieder die Face-Antwort. Ich bin schon wieder drauf reingefallen, hatte ich doch schon mal. Ich bin auch so dumm, ey. Dumm, die du, die dumm, die dumm, die dumm, 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 die du, die dumm, die du, die dumm, die du, die dumm, dumm, dumm. Ich bin auch doof, ey. Bin ja schon 3-4 Mal auf die Scheiße reingefallen. Soll das? Es tut mir leid. Schon wieder Face-Antwort gewählt, aber hat anscheinend keine Auswirkungen. Null Auswirkungen. Gut. Jetzt könnten wir uns so langsam auf den guten Undertaker fokussieren, sobald wir den sehen und den angreifen, sodass wir da in eine Fehde kommen. Oh! Six-Man Battle Royale! Aha! Ich hab gestern erst. War das Roman, der mit erzählt hat, oder war der gute Tim? Zwei geschätzte Kollegen von mir. Oder war der Scholtchen? Einer meinte, er hatte eine Battle Royale, wo er over the top rope war, und einer hatte eine Battle Royale, wo es via Pin Elimination war. Genau, der Roman war das, glaube ich, genau. Da schreibt er nämlich gerade in den Chat. Und wir haben fast die V10. Wir können mal raufgehen und gucken, was hier abgeht. Vielleicht ist der Herr Undertaker auch irgendwo noch ein Match hier. Normal Tag, Undertaker, bist du hier irgendwo? Nee, der ist hier irgendwo. Bisschen schade. Dann müssen wir wohl die Battle Royale mal machen. Können wir noch eben starten hier? Und dann starten wir damit direkt in der nächsten Episode durch, damit ihr dort kaum warten müsst. Das wird sehr interessant. Wenn wirklich wieder Pinfall ist, dann wird es ein sehr interessantes Match. Sehr interessant. Warum der Undertaker, Franz? Naja, WrestleMania halt, ne? Damit wir ein cooles WrestleMania-Debüt haben. So, sonnenklar. Sind wir dann ein Jahr... Wann sind wir angekommen? Wann sind wir angekommen in der Karriere hier? War es so WrestleMania-Zeit darum? Oder war es irgendwie Juni oder so? Ich glaube Juni oder so, kann das sein? So, was haben wir denn hier? Chiron, no, blablabla. Okay, Freunde, das machen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid dann mit am Start. Es müsste dann morgen um 16 Uhr sein. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Nicht vergessen, wie einen Daumen hoch zu geben. Adblock auszuschalten. Euer Franz. Euer Verzock, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.